Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, wir brauchen Räder. Räder brauchen wir. Ich habe schon mal geguckt. Plastik, hier Acid, geschmiedetes Eisen, Öl und Kohlebrocken. So, warte mal. Da ist Öl, da ist Acid. Kohle habe ich bestimmt hier. Jo. Und was brauchen wir noch? Nichts mehr. Ja dann, hau rein. Ich will gern ein Fahrrad. Ich hätte gern ein Fahrrad. Denn dann fahre ich Fahrrad. Haha. So. Und ich habe noch nicht weiter überlegt, wie ich hier an der Stelle jetzt weitermachen soll, nachdem die Zombies ja den Beton hier relativ schnell kaputt kriegen, ne? Ist mir ja aufgefallen. In der letzten Folge. Am Ende der letzten Folge. So, waren wir 4 Sekunden noch. Dann können wir das bauen. So. Bicycle. Was fehlt denn noch? Achso, nochmal Räder. Okay. Boah, ich dachte, da kämen zwei raus. Ist nur eins, was rauskommt. Na gut. Na gut. Weil hier, ne, sind ja zwei auch auf der Abbildung drauf. Aber egal. Also, ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Wir müssen mal. Ich muss mal echt überlegen, also mit dem Beton, das hat überhaupt nichts gehalten. Das ist so ein 5000er Beton, den haben die einfach so weggekloppt. Und jetzt weiß ich noch nicht so genau, wie ich das anstellen soll. Ich glaube, ich werde einfach versuchen durchzuhalten. Ich habe ja gesagt, ich werde den Friseursalon halbieren. Deswegen ist ja auch schon hier die Kante. Aber wir brauchen natürlich Stein. Jede Menge. Wir brauchen jede Menge Steine. Und ja, Bicycle. So, cool. In 3 Sekunden schraubt er ein Fahrrad zusammen. Wo sind das jetzt? Ach da, Output, Bicycle. Ja, geil. Sehr schön. Na dann, lass mal eine Runde Fahrrad fahren. So, jetzt kann ich mir das hier so hinstellen. Sehr gut. Wunderbar. Nein! Muss denn jetzt die Sonne weggehen? Der Hammer. Ehrlich. Da muss ich aber nochmal einen neuen Screenshot machen. Fährt sich aber gut. Ja, sehr gut sogar. Kann man sich nicht beschweren. Guck mal, wie er sich in die Kurve legt. Ey, geil. Der Knaller. So, warte mal, hier ist noch ein bisschen Sonne. Hier. Ja, das ist aber auch schwierig, da einen ordentlichen Screenshot zu machen. Okay, das mache ich dann offline. Ich komme nicht nach rechts. Doch, jetzt. So, okay. So, und wenn ich jetzt absteige, warte mal. So. Storage, Hupe betätigen, aufnehmen. Ah, okay, cool. Kann ich das Fahrrad hier hochschleppen wieder? Ja, sehr gut. So, sehr gut. Wunderbar. Alles klar. Perfekt. Das ist auch schon mal nicht verkehrt. So. Warte, ich mache auch Licht an. Wir haben noch Pflastersteine. Das heißt, ich brauche Steinplattenblöcke. Steinplattenblöcke. Die können wir ruhig alle machen. Hatte ich da nicht welche noch? Habe ich die schon alle verbaut gehabt? Echt jetzt? Scheint so, ne? Den benutze ich mal. So. Und dann heilen wir ganz langsam hoch. Jetzt ist natürlich gerade Nacht. Das ist etwas doof, um ehrlich zu sein.
Das kommt da rein, das kommt da rein. Und dann schmeißen wir mal noch hier das Eisen, was wir haben. Das schmeißen wir mal da rein. So, da kann das hier einschmelzen. Da sind auch keine Steine mehr drin. Dann halbiere ich das noch. Und schmeiß nochmal die Kohle hier rein. So, das kann weg. Das. 2500 Scrap Iron haben wir schon. Das können wir zerlegen. Acid kann weg. Hier sind noch Verbände. Die stecken wir mal. Die hier können wir zerlegen. Schraubenschlüssel. Ach so, genau. Ich hatte Autos auseinandergeschraubt. Das kann auch weg. Für den Anfang. Habe ich denn echt jetzt keine Steinplattenblöcke mehr oder sowas hier? Nee, ne? Gar nichts mehr da. Mist. Sowas Doofes. So, und wie sieht das so wassertechnisch aus? 81. Dann trinken wir mal eins. Man soll ja immer genug Flüssigkeit zu sich nehmen. So, und da wir auch... Wir haben nicht wirklich viele Eier, ne? Das ist echt doof. Dann esse ich hier so eine. So, damit hätten wir wieder eine leere Dose. Die können wir wieder zerlegen. Und dann können wir die... Achso, wir können... Das dauert gerade noch hier, ne? Okay. So, dann machen wir das so. Und dann fangen wir mal einfach hier an. Und legen uns hier einen ordentlichen Fußboden rein. Okay. Dann machen wir mal hier noch ein paar hin. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Da können wir wenigstens in der Nacht ein bisschen bauen. Dass das hier mal vorangeht. So, 40 Stück noch, oder? Das ist ja, da kommen wir ja richtig weit mit. Machen wir mal so bis hier. So, hier muss noch Dings hin. Hier die Dinger. Habe ich da zufällig auch noch Beton für? Nö, war ja klar. Ah ja, 0 Uhr. 0 Uhr geht immer das Licht an. Ist ja immer so hier. So, und ich weiß immer noch nicht so wirklich, wie ich das jetzt mit den, wie ich das mit den Zombies machen soll. Ich glaube, ich werde versuchen, hier außenrum, Metal Bars, Iron Bars, hier Iron, was ist denn ein Iron Breaker? Iron Breaker Schematic, brauchst du dafür, was ist das denn für ein Teil? Mein lieber Mann. Nee, das wollte Iron. Eisenstangen wollte ich machen. So, da brauchen wir Clay und Grotze. Hier, Alteisen. Warte mal. Ups. Clay, Alteisen. Ach, die werden hier gemacht, oder was? Eisenstangen, was sind denn Iron Bars mittig? 100 für einmal davon. Willst du mich veräppeln? Und die braucht 30 Sekunden? Echt jetzt? Ist das dein Ernst?
glaube ich ja nicht. Ist gar nicht genügend, So, gib die mal her, die eine. Wenn ich mir die hier so außen dran schraube. So, dann kann ich mich hier draufstellen. Ne, weißt du? Das ist so der Plan. Könnte man sich hier zwei Reihen von den Dingern hier oben dran machen, dann kannst du hier runterschießen. Das ist so meine Idee. Okay, das funktioniert also schon mal grundlegend. Was ist denn jetzt mit den Steinplattenblöcken? Sind die alle schon weg? Das heißt, die werden in der Schmiede gegossen, oder was? Die Dinger. Dann muss der ganze Clay ja hier rein. Und das ganze Eisen auch. Na, das ist ja doof. Das ist ja richtig blöd. Nein. R. Advanced. So. Okay. Da kann man schön runterschießen. Ich muss diese Ecken da irgendwie, die müssen wir wegkriegen. Das ist irgendwie, da muss ich mal nochmal ran irgendwie bei Gelegenheit. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Okay. Was haben wir denn jetzt noch im Inventar? Wir haben noch Sand im Inventar. Hier haben wir nichts mehr drin. Das ist echt gerade ein bisschen blöd, ne? Wir müssen echt nochmal, Material holen gehen. Ich komme da nicht drum rum. Wir haben echt nichts mehr, ne? Kein Cobblestone. Wir haben keinen Beton. Wir haben auch keine Steine mehr. Tja. Die Schmiede rödelt hier hin. Wir müssen den Fußboden fertig bringen. Dafür brauchen wir Clay und Stein. Wir brauchen Zement. Dafür brauchen wir auch Stein. Weil hier ist nichts mehr drin. Und wir brauchen Stein für die Betonmischung. Also wir brauchen Stein, Stein, Stein. Stein und Clay. Und wir brauchen Eisen. Ja, ne? Dann ist das so. Dann ist das eben so. Ich weiß auch noch nicht, ob ich den Aufgang hier lassen werde. Ich glaube, ich mache den nochmal weg irgendwann bei Gelegenheit. Hoffentlich kommt jetzt keiner hier. Ich soll mich bloß in Ruhe lassen. Ich will doch nur hier Steine abbauen. Was zum Glück relativ schnell geht. Es ist ja auch schon 2:30. Das heißt, die Nacht ist bald vorbei. So. Ich hab's euch ja gesagt, wir kriegen diesen Steinklumpen hier noch weg. Irgendwann. Früher oder später ist er weg. So. Ja, das Schöne ist, wir kriegen hier auch Eisen raus. Das ist gut. Das ist die Hauptsache, dass wir hier auch Eisen mit rauskriegen. Wenn auch nicht so wirklich viel, aber das passt schon. Also Eisenmangel habe ich ja keinen eigentlich, ne? Das ist alles okay. Wir können natürlich auch mal einfach irgendwie durch den Supermarkt rennen oder so, alles leer machen und dann da die Regale rauskloppen. Da kommt ja auch relativ viel Eisen raus, wenn man die abschlägt, die Wandregale. Wenigstens geht das schnell mit dem Stein holen. Guck mal, das sind jetzt schon 750, ey. Das ist der Knaller, ehrlich. Wobei ich finde, teilweise sind die Rezepte von 7 Days nicht so wirklich
gut durchdacht. Also manches, finde ich, ergibt nicht wirklich Sinn. Also gerade so, was die Verwendung von Eisen betrifft oder so. Also ich meine, warum kosten die Iron Bars so viel Alteisen? Das, also da wäre doch irgendwie, keine Ahnung, wäre doch viel sinnvoller, wenn die ein bisschen mehr Eisen kosten von dem, was man auch auf dem Bild im Endeffekt sieht, oder? Also, ne, ich meine, das sind irgendwie 7 Metallstäbe, 7 Eisenstangen oder sowas. Warum kosten die 100 Alteisen? Ne, weißt du, das ist irgendwie, keine Ahnung. Trifft's nicht so genau, würde ich mal sagen. Naja, gut, macht das Spiel halt ein bisschen, ja, wie soll man sagen, nicht schwieriger, aber erhöht die Anforderungen so ein bisschen natürlich. Du brauchst halt mehr Material. Ach ja. Und ich wollte ja auch noch in das Gebäude daneben an. Da wollte ich ja auch schon längst rein. Haben wir immer wieder vergessen, ne? Vielleicht sollte ich das mal jetzt machen, endlich. Dass wir mal irgendwie da an der Stelle auch weiterkommen. Ist ja schon 4 Uhr. Zum Glück. Ich würde noch warten, bis es hell ist. Einigermaßen. Solange baue ich noch ein paar Steine ab. Aber eigentlich müssen wir weiter Stein abbauen. Ne? Wir brauchen einfach das Material. Es ist doof, ich weiß. Es ist irgendwie... Ich hatte ja auch gefragt schon in einer Folge, ob ich das im Let's Play machen soll oder ob ich das irgendwie offline machen soll. Und dann wurde auch in die Kommentare geschrieben, mach es im Let's Play, weil es gehört ja nun mal dazu. Und ich meine, so sehe ich das auch. Es ist zwar doof, aber wenn wir uns irgendwie hier was halbwegs Sicheres bauen wollen, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Als Material zu holen. Was sagen denn die Steine? Guck mal, 2000 Steine. Das ist schon nicht verkehrt. Ich habe mir überlegt, ob ich mir vielleicht in den Friseursalon unten rein, anstatt alles komplett auszugießen mit Beton, vielleicht mache ich mir da so eine Kampfarena rein. Das war noch so ein Gedanke, den ich hatte. Ein relativ kleiner Raum. Sagen wir mal so 4x4 oder 5x5 Blöcke, wo die Zombies von außen reinlaufen können. Und wo ich mich von oben drüber stelle auf Iron Bars. So eine Kampfarena. Dann können die unter mir rumrennen und ich kann sie von oben abschießen. Das wäre noch irgendwie so eine Überlegung, die ich hatte. Denn warum, also ich meine, wenn die Zombies so schnell diesen Beton und alles kaputt schlagen können, dann frage ich mich, warum stelle ich den Beton dahin? Dann macht es doch irgendwie fast mehr Sinn, wenn ich die Zombies einfach reinlasse. Das war irgendwie so eine Überlegung von mir. So, das kam mir aber auch erst eben auf der Arbeit. Also wir haben heute Sonntag und ich habe Bereitschaft und durfte eben arbeiten gehen. Und während ich da saß und gewartet habe, dass ich endlich mit meinem Kram anfangen kann, kam mir die Idee einer Kampfarena. Wo man dann die Zombies so reinlocken könnte, weißt du? Weil wenn die immer da unten rein wollen in diesen, in dieses Ding, ja, warum dann nicht reinlassen? Ne? Wäre eine Möglichkeit. So. Klingt, hat schon was Meditatives, das hier. Die Steinmeditation. Da träumst du auch von nachts. Was? Oh, die Axt ist kaputt. Die Picke ist kaputt. Na sowas. Oh, kein Eisen mehr. 3.500 Stein. Okay. Das ist nicht schlecht. Die grüne Picke leer gekloppt, ey, mein lieber Mann. Das will auch schon was heißen. So. Okay. Den hier machen wir noch weg. Und dann gehen wir mal da rüber zum Haus und gucken wir mal da rein.
So. Und wir waren... Wir mussten ganz hoch, ne? Hatte ich gesagt. Ich bin ja hier runtergesprungen irgendwo. Hier. Es fängt an zu regnen. So. Was ein Kackwetter. Du siehst ja überhaupt nichts. Was? Ich glaube, da wohnt jemand. Wo sind die denn? Hallo? Die kommen bestimmt gleich hier raus. Ich höre die doch schon hier rumlatschen. Wo kommst denn du her? Wo rennst denn du hin? Ach, die sind ganz oben. Oh, tschüss. Wo kam der denn jetzt her? Oder wo kam sie denn jetzt her? Ich gerade irgendwie nicht. Hab ich noch was zu essen? Nee, war ja klar, ne? Na super. So. Schon wieder du? Sag mal, wo kommst du her? Sag mal, erklär mir mal, wo die jetzt herkam. Die ist doch jetzt nicht von da hinten bis hier rüber gelatscht und hier rum. Ist die hier außen hoch irgendwo oder? Ach, die fallen alle vom Dach runter. Ja, das hast du jetzt davon. Oh. Keine Ausdauer, keine Ausdauer. Oh, oh. Was ist denn jetzt passiert? Ey, ey, ey. So. Okay. Hey, hey, jetzt habe ich mich aber gerade irgendwie richtig doof angestellt. Hä? Kann das sein? Na, ich bin noch nicht so richtig drin. Ist ja neue Aufnahmesession. Ich bin noch nicht so richtig wach. Obwohl wir schon Nachmittag haben. Und ich schon arbeiten war. Aber ich bin immer noch nicht richtig wach. Wenigstens haben wir genügend Pfeile. Oh, ein Schraubenschlüssel Stufe 4. Das ist ja richtig toll. Und Kochtopf. So. Da gehen wir mal nicht runter. Wir bleiben mal hier oben. Wir sollen ja auch hier durch. Oh, cool. Level up. Geht's hier hoch? Was ist denn hier oben? Da geht's dann wieder rüber auf das andere Haus. Das war so klar.
So. Na komm. Wiedersehen. Tschüss. Oh, tut mir leid. Ach du Scheiße. Immer so ein bisschen nach hinten gucken. Entschuldigung, ich glaube, du musst mal zum Augenarzt. Hier noch voll eine mitbekommen. Ich stelle mich gerade so dämlich an hier, das gibt's ja gar nicht. Okay, wir müssen also wieder hier rum. Hier runter. Hier rüber. Hier hoch. So. Hier durch. Aber hier ist aber auch was los. Sind die da unten in diesem Container oder was? Da hinten sitzen ja noch welche. Oh, guck mal da. Kisten. Jede Menge Kisten. Cooler Pfeil, er bleibt einfach mal so im Stahl stecken. So, wir müssen vermutlich... Aber wir könnten mal spaßeshalber... Warte mal, die sind hier aus dem Ding rausgekommen. Ist denn hier auch so was? Ja, das ist 10.000. Der hat nur 1.000. Okay, wir gehen mal hier runter. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ist denn hier irgendjemand? Nö, ne? Keiner zu sehen. Oh, was ist das? Oh, cool. Harden Chest verwenden. Gesperrt. Wie gesperrt? Was soll das denn? Das ist ja doof. Klasse. Working Stiff Frachtkiste. Schon wieder so ein Lenker. Was ist denn da drunter? Die kann man aber knacken oder was? Die Kiste hier, die kenne ich gar nicht. So eine Kiste. Okay, dann machen wir das mal. Warte mal, ich habe doch hier so einen Vorschlaghammer. Hauen wir mal damit drauf rum. Geht ja auch, ne? Braucht aber mehr Ausdauer. Dann bleibe ich lieber bei dem hier. So. Na klasse. Hat sich ja voll gelohnt. Jetzt frage ich mich nur, steht hier noch eine Kiste drunter? Unter dem Ding. Da ist ein Block, aber ich weiß nicht. Working Stiff. Das ist die. Das ist die andere. Da ist was drunter, aber ich weiß nicht, ob das eine Holzkiste ist. Naja gut, ist nicht so schlimm. Okay.
So, wir haben 10 Uhr. Jetzt würde mich doch mal interessieren, was ist denn da in dem Haus noch so drin? Was ist eigentlich das hier für ein Zeug? Okay. Ich habe eh keine Ausdauer. So, wenn ich jetzt hier lang gehe. Wir können ja noch hier runter. Weil hier ist ja noch richtig viel los. Wie ich gerade sagte, hier ist ja noch richtig viel los. Na kommen Sie mal ran hier. Oh, gelber Loot. $333 hat die dabei gehabt, mein lieber Mann. Na toll. Das können wir auch zerlegen. Das können wir zerlegen. Den Lenker kann ich zerlegen. Das schmeißen wir weg. Ach da. Guck mal da, der hat doch einen Schaden bekommen, der Block da. Die ist schon leer, die Kiste. Da ist nix. Die ist auch leer. Hier, dieser Block, der hat Schaden bekommen. Achso, das war das Glas. Ich buddel mich mal gerade hier durch die Wand. Mal gucken, was hier ist. Aha. Also irgendwie... Ich weiß gerade nicht, wo die Zombies sein sollen. Die ganze Zeit hier so einen Krach machen. Das müssen doch 5-6 Stück sein oder so. Ach komm, was soll's. Na komm her. Oh ja, da hängst du gut. So. Komme ich hier nicht durch, ey. War so klar. Oh, 7000. Okay. In die Hocke gehen hat es dann doch noch gebracht. So, und das ist hier das andere Gebäude. Was ist denn mit dem Ding hier? Sind doch noch Zombies. Ich höre die doch da rumrennen. Ah, hier. Hallo. Naja, werf mal hier ab, das Ding. Okay. Komisch. So, dann kämpfen wir uns hier raus. Irgendwas ist hinter mir. Oder draußen.
draußen. So, hier ist ja auch alles gelootet soweit. Ach so. Hä? Na komm mal her. So, da haben wir den auch. Och, greif doch nicht so rum. Ah, hier. Was ist denn hier passiert? Alles leer. Auch leer. Schulbus ist leer. Hier ist wahrscheinlich auch alles leer, ne? Ja, ich glaube, dann war es das hier. Männchenskinder. So. Dann habe ich gesagt, brauchen wir auch noch Clay und sowas, ne? Habe ich die Schaufel? Wo ist meine Schippe? Da unten. So. Also Clay brauchen wir auch noch, jede Menge. Okay. Ach, hier. Hier ist doch richtig was los, ey. So, Mädels. Was ist denn hier, ey? Ihr seht ja alle gleich aus. Irgendwas ist da mal. Weiß ich nicht. Ist wohl irgendwas schiefgelaufen. Beim Experiment. Moin. Oh. Oh. Schon wieder keine Ausdauer. Mensch, Kinder, ich regeneriere nicht schnell genug Ausdauer. Ich muss was essen gehen. Eine Hexe. Da hinten gammelt eine Hexe rum. Die schleicht da vorne um den Bücherladen. Die sucht bestimmt ein Hexenbuch. Au! So. Da liegt ihr gut. Ich trinke mal was. Flitzebogen her. Boah, hab ich die jetzt mit einem Schuss abgeknallt? Krass. Heftig. Tja, Schätzelein. Da liegste. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, das sollte mal gewesen sein für heute. Und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge nochmal wieder. Und ja, dann müssen wir ein bisschen Clay holen, Inventar leeren und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Alles klar. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen da. Bis morgen und tschüss.